Leute und willkommen hier bei Mi Upper Cat. Wir bauen heute mal wieder was und zwar mit Klemmbausteinen einen Mr. Spock. Da könnt ihr das schon sehen, das gibt es leider nicht von Lego, sondern von Kupros oder die Serie heißt Kupros, wird hergestellt von Megablocks und die wiederum gehören zu Mattel und hatten oder haben immer noch die Lizenz für Star Trek. Und ja, diese Kupros Serie kann man so vergleichen mit der Brickheads Serie von Lego, also auch so kleine Minifiguren quasi, oder nicht Minifiguren, aber so kleinere Figuren, die aus vielen kleinen Bausteinen hier zusammengesetzt werden. Und da gibt es einige mittlerweile in der Reihe. Hier He-Man und Skeletor, die finde ich auch noch richtig cool. Aber ich würde sagen, wir starten heute mal mit Mr. Spock. Irgendwo da hinten habe ich noch Worf stehen. Der kommt auch nochmal später. Aber ich bin jetzt selbst erstmal gespannt, wie das hier sich darstellt. Wir haben insgesamt 133 Teile hier in dem Set drin. Und ich packe es mal aus, oder? Ja, doch. Wir packen es mal aus. Hier einmal aufreißen. Ich habe selbst noch nie so ein Set gesehen und bin genauso gespannt wie ihr. Einmal aufgerissen und, na, was haben wir denn da? Da ist ja innen drin schon alles bedruckt, wie man sehen kann. Und ja, wir haben das Gesicht von Spock. Ziemlich müde Augen, mein Freund. Und wenn ich da nochmal aufklappe, dann kommen hier die einzelnen Tütchen mit den ganzen Bausteinen raus und natürlich eine Anleitung. Aber schaut euch mal die Box hier von innen an. Was ist denn da los? Da sehe ich He-Man und ja, verschiedene Figuren aus der Kupros-Serie einfach. Hier ist, glaube ich, der... hier ist sogar Mr. Spock. Okay, also so viel zur Packung. Die mal zur Seite. Hier haben wir die Anleitung und die hat insgesamt, lasst mich mal flott schauen, ja, 28 Seiten. Und richtig cool, schaut mal, er macht sogar den Vulkaniergruß. Sehr schön. Und schauen wir mal. Ja, typisch, wie das auch bei Megablocks immer ist, kann man hier schön sehen in der Anleitung, welcher Baustein genau auf welche Noppen drauf kommen muss. Ja, sollte sich so doch sehr gut bauen lassen. Und ohne weiteres Zureden, ein kurzer Blick noch hier auf die Bausteine. Die sind ja so ein bisschen sortiert, scheinbar nach Farbe. Hier haben wir ein paar schwarze und das sind wirklich alles, hier kann man es sehen, kleine Bausteine, so kleine 1x1er, 1x2er, 2x2er oder mal ein 2x4er und alles, ja, Kleinkram. Und genug Kleinkram gesehen, ich werde jetzt hier mal aufbauen und dann schauen wir uns unseren Mr. Spock im Detail an. Und fertig ist er, unser Mr. Spock. Und ihr seht schon, da waren ein paar Ersatzteile mit dabei. Hier so ein paar Kleinteile. Das ist schon mal ganz gut, denn wir sind hier beim Zusammenstecken. Man friemelt ja hier wirklich diese kleinen Teilchen da zusammen. Und mir ist öfters das einmal was flöten gegangen. Und zum Glück habe ich alles wiedergefunden. Auf jeden Fall, hier haben wir ihn nun stehen, unseren Mr. Spock, in den kleinen Teilchen. Und ich muss sagen, er ist ganz schön gebaut. Er ließ sich auch ganz gut bauen. Wobei, ich muss sagen, ich hatte hier ein paar Steine, kann man hier sehen, die waren doch schon etwas zerkratzt. Gerade hier so auf den schwarzen Flächen konnte man das stellenweise gut sehen. Hier unten, hier auf diesen Slopes kann man es schön sehen. Das sind also deutliche Kratzspuren, wie man sonst eher auch von den Chinasteinen von Lepin zum Beispiel kennt. Also nicht ganz die Lego-Qualität, ließen sich aber dennoch gut zusammenstecken. Hier dieses Sonderteil, da waren so ein paar Sonderteile dabei, die man so von Lego nicht kennt. Hier für die Ohren zum Beispiel. Die Augen, die sind aus drei Teilen zusammengebaut. Auch interessant. Und dann nochmal hier die Hände und ja, er ist schön. Wobei, ich hatte hier ein Problem und zwar hier bei dem Tricorder. Da kommt hier ganz oben drauf dieser kleine Stein mit diesem Netzgitter und tja, man kann es hier sehen, das hat sich hier hochgebogen beim Draufdrücken, weil hier irgendwie unten drunter so eine Gussnase war, die so längs verlaufen ist. Die wäre aber besser so die andere Richtung verlaufen, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber naja, es fällt eh nicht so besonders auf, da er den hier so unter dem Arm trägt. Das ist also der Tricorder, befestigt mit so einem Gummiband, einfach mal hier umgehängt. Und dann hat er ihn hier schön zur Seite hängen. Wunderbar. Die Hände, man kann sehen, Daumen und zwei Finger. Und tja, hier macht er den Vulkaniergruß. Die Arme kann man auch noch mal
hier bewegen, nach oben oder nach unten nehmen, wie man das gerne möchte. Und ja, ist eine schöne Figur, doch, gefällt mir gut. Besonders nett ist auch hier der Aufdruck mit dem Sternenflottenzeichen oder dem Zeichen der Enterprise, glaube ich, ist das. Oh Gott, ich bin etwas raus. Auf jeden Fall schöner Aufdruck, kein Sticker, sehr sauber, gerade, gut gedruckt, gar kein Problem. Hier die goldenen Zeichen von seinem Rang, von der Uniform, die hier mit so einmal zweier Steinen dann gelöst wurde, auch sehr schön. Nettes Blau und hier hinten drin hat man nochmal so einen kleinen Stein Kupros als, ja, als Logo. Und den Kopf, den kann man auch drehen, der ist hier nur so aufgesteckt. Ließ sich also ganz nett bauen und sieht zum Hinstellen schön aus. Gefällt mir ehrlich gesagt besser wie die Lego Brickheads, weil man hier noch einen richtigen Körper hat und ja, ein bisschen mehr was von der Figur noch hier mit den Beinen. Gefällt mir doch, sieht schön aus und... Weil es so schön war, gibt es dann demnächst auch noch Mr. Worf als Kupros-Figur. Schaut euch mal den Bart an. Richtig schön. Der hat auch ein paar mehr Teile. Statt 133 hat er hier 157 Teile. Unser Mr. Worf mit Buttlet und mit seinem Gurt rundherum. Tja, da freue ich mich auch schon drauf. Es gibt auch noch hier Jean-Luc Picard. Das war es dann aber, glaube ich, von der Star Trek-Riege. Dann gibt es hier noch diverse andere Figuren, könnt ihr sehen. Die, die mich am meisten interessieren, die ich mir vielleicht auch noch mal holen werde. Wir hatten es hier in der Anleitung irgendwo gehabt. Sekunde. Sind He-Man und Skeletor. Das ist mal richtig cool. Und ja, hinten der Terminator, der ist auch noch ganz nett. Also, Freunde, das wäre es gewesen von Megablocks Kupros Mr. Spock. Also der erste Bau, mir hat es gefallen. Ich werde weiterbauen und das seht ihr dann natürlich auch hier auf meinem Kanal. Bis dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.